Kunsthistoriker auf der ganzen Welt rühmen es. Das Freiburger Münster unserer lieben Frau. Mit dem prominenten Westturm als ein architektonisches Meisterwerk der Gotik. Der Bau des Freiburger Münsters wurde im romanischen Baustil begonnen und im Stil der Gotik und Spätgotik vollendet. In einer Vortragsreihe sagte der Schweizer Kunsthistoriker Jakob Burkhardt über den 116 Meter hohen Turm im Vergleich mit Basel und Straßburg: Und Freiburg wird wohl der schönste Turm auf Erden bleiben. Wahrscheinlich entwickelte sich daraus das häufig gehörte, aber nicht ganz wörtliche Zitat vom schönsten Turm der Christenheit. Mit einer Gesamtmasse von rund 25 Tonnen gehört das Freiburger Münstergeläut mit seinen 19 Glocken zu den größten Domgeläuten Deutschlands. Die älteste Glocke im Geläut ist die Hosanna aus dem Jahr 1258. Sie gehört zu den ältesten erhaltenen Glocken dieser Größe. Nach so vielen Jahren im Dienst soll die Hosanna-Glocke Teil eines großen Konzertes im Rahmen des 900-jährigen Stadtjubiläums der Stadt Freiburg werden. Eine musikalische Verneigung vor Hosanna, wie Initiator Professor Bernhard Wulff sagt. Wir sind ein Netzwerk für neue Musik. Wir überlegen uns Vermittlungsformate für ungewohnte Musik oder wir stellen bekannte Musik in einen etwas überraschenden Kontext. Wir haben vor 2 Jahren für das damals geplante Jubiläum der Stadt, 900 Jahre Freiburg, haben wir ein Leuchtturmprojekt entwickelt, das darauf hinauslief, die berühmte Hosanna-Glocke hier des Münsterturms in Freiburg ins Zentrum zu setzen. Die Glocke hängt hier seit 764 Jahren im Wind des Turmes. Sie wiegt 3 Tonnen, hat ein schönes, tiefes S. Und dieses S ist der Klang der Stadt. Die Hosanna ist eine der wenigen überlebenden alten Glocken. Während der vielen Kriege in den letzten 800 Jahren und insbesondere im 20. Jahrhundert wurden ca. 100.000 alte Glocken zerstört. Glocken waren wegen ihrer Beschaffenheit kriegswichtiges Material und wurden während des Ersten und Zweiten Weltkrieges zuerst freiwillig abgegeben, dann zwangsweise eingezogen. Die Freiburger Bürgerinnen und Bürger haben um ihre Glocke gekämpft. So konnte Hosanna immer wieder aus der Geiselhaft freigekauft werden. Aus diesem Grund wird die Hosanna auch als Bürgerglocke bezeichnet. Ich bin der Johannes Wittekind, der Glockeninspektor der Erzdiözese Freiburg. Vom Beruf her bin ich Architekt und ja, hobbymäßig schon immer kirchenmusikalisch sehr interessiert. Ich singe in Chöre und spiele Klavier. Daher war diese Verbindung dieser beiden Künste sozusagen für mich ja, ein wunderbares Ereignis, als mir dieses Amt des Glockensachverständigen übertragen wurde. Und wir besitzen im Erzbistum Freiburg insgesamt 2.500 Türme, in denen ca. insgesamt ungefähr 10.000 Glocken hängen. Im Freiburger Münster haben wir natürlich einen unserer größten Glockenschätze, die alte Hosanna-Glocke. Jetzt 760 Jahre im Dienst, 760 Jahre klingt sie. Die wurde im 13. Jahrhundert, im Jahr 1258 gegossen, im Grunde zur Erbauungszeit hier des Münsters und des Münsterturmes. Mein Part ist es, relativ bescheidener Part, die Hosanna einfach einzuschalten. Zu Beginn des Konzerts, etwa 2 bis 3 Minuten, wird sie dann läuten und die Instrumentalisten stimmen dann mit ein in den Klang der Hosanna. Dann wird die Hosanna ausgeschaltet, sie schweigt für eine knappe halbe Stunde. Die Instrumentalisten werden dann den Part übernehmen, die Hosanna interpretieren, den Klang interpretieren. Gegen Ende dieses Konzertes wird die Hosanna sich wieder in diesen Klang einbinden. Die Instrumentalisten hören auf und die Hosanna klingt, beendet dieses Konzert und klingt dann über den Münsterplatz aus. Wir haben die Obertöne dieser Glocke analysieren lassen
und haben dann geplant, zu dem Stadtjubiläum alle Obertöne an 900 Musiker zu verteilen. 900 Jahre Freiburg, 900 Musiker. Und kurz bevor Corona uns den Stecker zog, wie für viele andere Veranstalter auch, da hatten wir schon fast alle 900 Mitwirkenden zusammen. Wir mussten dann das Projekt verschieben und heute findet es in einer etwas veränderten Variante statt. Es ist ein Glockenkonzert, bei dem 50 Glockenspieler im Dialog mit der Hosanna-Glocke spielen werden. Und zwar sind das Glocken aus verschiedenen Kulturkreisen. Wir haben indische und japanische Klangschalen, wir haben Schweizer Kuhglocken, wir haben Plattenglocken und wir haben chinesische Gongs und Tamtams. Und das wird ein großes Fest der Klänge, gemeinsam mit der Hosanna. Es ist sozusagen eine musikalische Verbeugung vor dieser berühmten Glocke. Sie wird donnerstags abends nach dem Angelus zur Erinnerung an die Todesangst Christi am Ölberg
jeden Freitag um 11 Uhr vormittags zum Gedenken an die Kreuzigung Christi, samstags abends zum Gebet für die Verstorbenen der Woche und an jedem 27. November, dem Jahrestag der Bombardierung und Zerstörung der Stadt im Jahr 1944, geläutet. Und nun auch am 16. September 2022, wenn Hosanna im Rahmen des interkulturellen Glockenkonzerts mit 50 Glockenspielern und Glockenklängen aus aller Welt erklingt. Und wer weiß, vielleicht wird diese Idee ja zum nächsten Stadtjubiläum wieder aufgegriffen. Sicher ist, man wird sich noch lange von diesem besonderen Ereignis erzählen. Vom Klang der Stadt Jerusalem.